Daher sollte sich die Wende für den FC Stahl Linz vollziehen, denn in diesem oberösterreichischen Derby kreuzten die Linzer erstmals mit Felix Latzke auf der Betreuerbank auf. Jenem Felix Latzke, der gerade in Steyr gescheitert war. Und auch diesmal war Steyr kein guter Boden für Felix Latzke. Die Stimmung also einigermaßen aufgeheizt in Steyr, und das ist der Nachfolger von Felix Latzke bei Vorwärts Steyr seit vergangenen Oktober, Ernst Weber. Und er sieht seine Mannschaft von links nach rechts in den weißen Leibchen, hier ein Foul an Knoflicek, spielt neben Niederbacher und Waldhöher wieder Stürmer, Freistoß Kotzian tritt alle Freistöße für Vorwärts, Andi Herra von Tor bereits in der zweiten Minute, das ist das 1:0 vor 6000 Zuschauern für Vorwärts Steyr. Riesenjubel natürlich und Andi Herra. Ja, es war schon in der zweiten Minute, es war ein Freistoß von der linken Seite und Tommy Kotzian hat ihn getreten und ich habe mich am langen Eck postiert, bin dann kurz in den Strafraum gesprintet und der Ball war scharf zur Mitte gebracht und hat ideal gepasst und ich glaube war noch ein Aufsetzer und hat genau gepasst. Gepasst hat auch der erste Stahlangriff und zwar in der 11. Minute. Kern heute mit einer guten Leistung im Mittelfeld, dann Zeller, wieder Manfred Kern, Backholt und Tor, das ist der Ausgleich. 1:1 in Steyr, Peter Packholt, wieder einmal erfolgreich, noch einmal aus anderer Sicht. Schöne Vorarbeit von Kern, glänzend gemacht von Packholt durch die Beine von Vukovic und es steht 1:1 im Vorwärtsstadion. Und das ist auch der Pausentipp nach dem Seitenwechsel, 69. Minute, Freistoß Kogler, Knoflicek, da haben Werner und Lindenberger den Ball noch berührt. Und Vorwärts Steyr führt mit 2:1. Man hat gesehen, wie Vorwärts Steyr ein bisschen mehr Druck dann gemacht hat. So ab der 60. Minute haben wir Angst gehabt, zeitgerecht zu attackieren. Und so sind leider diese zwei unglückseligen Tore zustande gekommen. Wobei das zweite Tor, ich bis jetzt noch nicht verstehe, wie das passieren konnte. Ein Köpfler von Knoflicek, Retour. Ich glaube, das war ein halbes Eigentor. Wie recht doch Latzke hat. Und er sieht dann noch den dritten Gegentreffer. Walter Waldhöher tut sich gegen Schneidner heute sehr schwer. Schön aufgelegt für Kotzian, überspielt noch Thomas Lindenberger. Und das ist der Endstand von 3:1. Vorwärtssteier gewinnt das oberösterreichische Derby gegen Stahl Linz mit 3:1. Noch einmal dieser herrliche Treffer von Kotzian aus anderer Sicht. Keine Chance für Lindenberger. Die Linz haben dann noch einmal Pech aus dieser Szene, denn Peter Backholt trifft noch die Stange. Es bleibt aber beim 3:1. Ich glaube, die Entscheidung waren zwei Dinge. Der Auslauf zur Pause, wo wir wieder auf zwei Stürmer zurückgegriffen haben. Tommy Slavkocan ins Mittelfeld genommen haben. Und dann das zweite glückliche Tor, das irgendwie reingegangen ist. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich das Spiel beherrscht und, glaube ich, dann auch verdient gewonnen. Uns fehlt noch das nötige Spielglück, das ein bisschen Selbstvertrauen. Aber ich glaube, nächste Woche gegen den Wiener Sportgruppe wird schon wieder eine ganz andere Stahlmannschaft auf dem Platz erscheinen. Und ich hoffe auch mit ein bisschen mehr Glück, denn auch der Backholt-Freistoß hätte können ins Tor gehen und nicht an die Stangen. Ja, Spiel 3 auf Ihrem Totoschein, also 3:1, Tipp 1 und für Trainer Ernst Weber sicherlich eine besondere Genugtuung, dass er gerade dieses Duell für sich entschieden hat. Schauen wir uns an.